Bislang hat die Filmbranche zu den schweren Missbrauchsvorwürfen gegen Dieter Wedel meist geschwiegen. Vielleicht auch gerade deshalb ist jetzt dem Filmemacher Simon Verhoeven der Kragen geplatzt. Mit seinem Wutpost auf Facebook greift der Sohn von Senterberger Wedel und die deutsche Filmindustrie hart an. Fakt ist, jeder, der in der Filmbranche eine Zeit lang gearbeitet hat, wusste von den ätzenden Geschichten über Wedel. Dass er am Set Schauspieler tyrannisiere, dass er ein eitler, egomanischer Schreihals sei, ein Arschloch. Vielleicht ist meine Wortwahl zu hart und zu beleidigend, sagte Verhoeven der Bild-Zeitung. Aber alleine der Mut der Opfer habe einen Sadisten und Gewalttäter stoppen können, den die Branchenmächtigen beschützten. Es wurde verharmlost, verdrängt, verschwiegen, aus Angst, aus Scham, aus falsch verstandenem Respekt vor einem kranken Tyrannen und seiner Macht. Aber eben auch aus dem Wunsch, Erfolg zu haben, mit Dieter Wedel einen Quotenhit zu landen. Wedel selbst, der noch nach einer Herzattacke im Krankenhaus liegen soll, hat die Anschuldigungen alle bestritten.